Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in Hero of the Kingdom. Und ja, wir sind hier stehen geblieben bei den Minen. Und hier steht der Vorarbeiter der Minen, mit denen wollten wir heute nochmal reden. Gucken wir mal, was er zu sagen hat. Damit die Mine wieder in Betrieb genommen werden können, muss ich reparieren, was die Goblins zerstört haben. Ja, da werden wir mal gucken. Minenreparaturen. Eieieiei. Okay, da brauchen wir jede Menge. Wir brauchen Seil, wir brauchen Arbeiter, wir brauchen Holz. Und wir müssen uns einmal ausruhen. Okay, Seil, Holz, Arbeiter. Schauen wir mal. Ja, schon mal nicht. Ich weiß schon, wo ich das Seil herbekomme. Und die Arbeiter, die waren auch irgendwo. Das war falsch. Wir gehen mal hier runter. Ich glaube, hier kriegen wir schon mal das Seil, genau. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. Arbeiter war irgendwo weiter oben auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Der alte Kräuterkundiger sagt, dass ihm mein Talent mit Umgang mit Kräutern aufgefallen sei und er mir noch mehr beibringen möchte. Aber zuerst muss ich einen Test bestehen. Er möchte, dass ich 2 Dutzend Pilze finde. Ach, ich habe die ganzen Pilze gefunden. Ich habe den Test der Kräuterkundiger bestanden. Ich gab ihm die seltenen Pilze. Nun bin ich für seine Lektion über Kräuter bereit. Er zeigte mir, wie man Nachtblütenblumen pflückt. Er brachte mir bei, woran man giftige Pilze erkennt. Ich muss auf ihren ausgeprägten roten Färbungen achten. Dieses Wissen wird mir sicherlich weiterhelfen. Oh, das ist sehr interessant. Belohnung. Kräuterkundiger. Am Ende erzählte er mir noch von einem geheimen Ort, an dem er verschiedene Kräuter pflückte. Wenn ich von der Mühle aus flussabwärts gehe, gelange ich dorthin. Ah, Errungenschaft erreicht. Begabt, werde Lehrling in einer Fähigkeit. Ja, super. Steam-Errungenschaft hier noch bekommen. Na, gucken wir gleich mal, was das... Ja, gut, da braucht man ein bisschen was, einen leeren Sack und dies, das ein bisschen. Alles klar. So, wir wollen uns weiter auf die Suche machen. Seil haben wir schon. Wo konnte man denn hier nochmal die Arbeiter anheuern? Ach, hier war das. Ah, der kostet bestimmt wieder ein Vermögen. So, zweimal. Und jetzt weiß ich nicht, was war das noch? Ja, ich schon wieder vergessen. Holz, alles klar. Dann gehen wir mal in ein Holzlager und dann ruhen wir uns nochmal aus. Dann müssen wir eigentlich klappen. Und da müssen wir bald auch mal wieder. Dankeschön. Da müssen wir bald auch mal wieder irgendwo Geld herbekommen, weil das Geld wird auch schon wieder weniger und irgendwann kann ich keine Mission mehr machen. Dann weiß ich nicht, wie ich weiterkommen soll. So, auf jeden Fall einmal schlafen. Kostet einen Käse. Machen wir. Ja, wunderbar. Ich habe gut geschlafen, aber morgen wurde ich von einen Militärweckruf geweckt. Eieieiei. Na gut. Wir gucken mal, wo war das Holzlager? War das hier? Nee, das ist Anglerdorf. Holzfällerlager. Wie viel Holz brauchen wir? Ich hoffe nicht so viel. Ein Holz muss reichen. Mehr können wir uns nicht leisten. Wieder zurück. 2 Holz kostet. Warum kostet das denn 2 Holz? Das ist ja beschämend. Das ist ja sehr beschämend. Na gut. Ich habe hier noch einen Krebs, den könnte ich noch verkaufen. Ich weiß nicht, die Eier. 67 Eier, das ist doch... Wow, das ist der Wahnsinn. Leute, das ist der Wahnsinn. Wir gucken jetzt mal nochmal genau jede Map durch. Was hat der hier noch zu sagen? Der Angler.
Der Angler bat mich drum um seinen. Ja, machen wir später. Hier sind auch noch zwei Quests. Zur Not müssen wir die erst anfangen. Damit wir noch ein bisschen Geld haben für das Holz. Sonst wird das nichts. Hier, Sack. Da brauche ich einen Sack. Das geht auch nicht. Außer ich kann irgendwo diese Pilze verkaufen. Das wäre natürlich richtig praktisch. Ja, im Schloss schon mal nicht. Gucken wir hier mal. Hier gibt es auch noch Quests. Jede Menge Quests auf jeden Fall. Also man kann hier, denke ich mal, noch ordentlich ein bisschen Geld machen. Was ist das für einer? Ein Priester. Okay, der fehlt mir jetzt noch. Ein Priester brauche ich nicht. Warte mal. Ah, man kann Eier. Ups, ich verstehe das nicht, Leute. Ich verstehe das nicht. Warum kann ich denn keine Eier verkaufen? Ich kann alles kaufen, aber ich habe das ja schon so viel. Halt, was war das hier? Ah, das gibt auch ein paar Münzen, aber ich will ungern die Werkzeuge verkaufen, denn bestimmt brauche ich sie irgendwann auch noch mal. Tja, nee, das können wir uns nicht leisten. Ich würde sagen, ich spreche jetzt einfach mal hier mit irgendwen. Der Juwelier hat beschlossen, ein Haus für seinen Sohn zu bauen, weil dieser bald heiratet. Das wird ein großartiges Hochzeitsgeschenk. Leider liegt der Bau hinter dem Zeitplan. Deswegen sucht er nach einem begabten Konstrukteur. Ich denke, das kriege ich hin. Ich habe schließlich Erfahrungen mit Bauwesen. Ich werde mir das Haus mal ansehen. Es liegt in der Nähe des Marktplatzes. Ja, das gucke ich mir doch mal an. Wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Ach hier, Haus im Bau. Nehmen wir mal ein paar Pilze hier. Boah, wenn ich die Pilze irgendwo verkaufen kann, dann habe ich auch schon wieder viel Geld. Aber ich weiß leider nicht wo. So, ach, hier ist das nächste Problem. Gut, da kommen wir auch nicht ran. Das ist ja noch schlimmer. Den können wir überhaupt nicht helfen. Dafür brauchen wir noch mehr Geld. Nee, gut, das ist keine gute Aufgabe. Neben dem Haus traf ich auf eine traurige Frau. Sie tat mir leid, also fragte ich, was passiert sei. Sie sagte, dass ihr Mann bei der Arbeit verletzt worden sei und seine Wunden nicht heilen. Jetzt lass mich raten, ich soll für ihn Heiltränke kaufen. Die Heilkundige sagte ihr, dass es im Sumpf eine seltene Palme gebe. Eine aus ihren Blättern zerbreiteten Trank könnte dem Mann helfen, aber die arme Frau kann nicht alleine in den Sumpf gehen. Dort ist es zu gefährlich und außerdem muss sie sich um ihren Mann kümmern. Ich versprach, nach der Palme Ausschau zu halten, falls ich durch den Sumpf reise. Gut, das bringt uns auch nicht weiter. Davon kriegen wir auch nicht Geld, auch nicht mehr Geld oder weniger. Reden wir mit dem nochmal. Der Obsthändler bat mich, die Früchte zum Gasthaus an der Kreuzung zu bringen. Seine Lieferung ist verspätet und er hat Angst, dass der Gastwirt ihn anschreien könnte. Natürlich will er mich für meine Dienste bezahlen. Na, das ist doch mal eine gute Aussage. Jede Menge Geld möchte ich haben. Wo ist mein Geld? Ich habe nichts bekommen. Was ist das für eine Schweinerei? Hallo? Was habe ich jetzt bekommen? Ich habe nichts bekommen. Ich möchte meinen Lohn haben. Oder muss ich erst noch irgendwo was hinbringen? Auf dem Marktplatz stehen einige Arbeiter, die Beschäftigung suchen. Wenn ich Hilfe brauche, kann ich sie anwerben. Nice. Nice, aber die kosten leider Geld. Das ist das Problem und Geld habe ich nicht. So, dann gucken wir mal weiter. Aber zum Priester. Der ortsässige Priester erzählt mir von einem Problem in der Stadt. Die Stadt wird von Untoten vom Friedhof angegriffen. Es ist so schlimm, dass sich dort nachts niemanden mehr vor die, dass sich nachts niemand mehr vor die Tür traut. Niemand weiß, warum die Toten nicht in Frieden ruhen. Der Priester vermutet, dass der Friedhof in der Gewalt dunkler Mächte ist. Aber niemand ist mutig genug, sich des Nachts dorthin zu trauen, um diese zu untersuchen. Ja, dann werde ich noch mal hingehen. Wenn es jetzt auch wieder irgendwas kostet, dann kann ich leider nicht helfen.
Auf dem Friedhof laufen Skelette herum. Das Klappern der Knochen und Zähne ist schaurig. Ich muss näher heran, wenn ich mehr erfahren will. Ja, war klar. Da fehlt noch ein Trank und ein Schild. Das können wir leider auch nicht angehen. Langsam wird es interessant. Wen haben wir denn hier? Den Gutsbesitzer. Der Gutsbesitzer vermisst seinen besten Knecht. Dieser ging zum Friedhof, um Kräuter zu pflücken, und kam nicht zurück. Der Gutsbesitzer bat von den Untoten auf dem Friedhof gehört, traute, ja, alles klar, den Knecht zu suchen. Der Gutsbesitzer bat mich nach seinem Knecht zu suchen, wenn ich den Mut habe, zum Friedhof zu gehen. Jo, werde ich auf jeden Fall machen, aber leider komme ich da nicht weiter. Gut, dann gucken wir mal kurz zum Schloss, da war auch noch irgendwas. Halt, Moment, ich muss noch mal zurück. Hier war auch noch eine alte Frau. Goldene Beeren. Auf der Straße sprach mich eine gut gekleidete Frau an. Sie sagte, dass sie einen mutigen Mann für eine schwierige Aufgabe bräuchte. Sie möchte ihren Mann eine Suppe kochen, die goldene Beeren beinhaltet. Diese Beeren wachsen nur beim Friedhof. Naja, wer jetzt gedacht? Sie sagt, wenn ich ihnen 2 Dutzend goldene Beeren bringe, belohnt sie mich dafür. Ja, Mädchen, bringe ich dir auf jeden Fall. Aber leider komme ich hier nicht weiter. Also, da müssen wir halt noch ein bisschen gucken, wann ich da mal hinkomme. Spielt sich ja leider alles auf dem Friedhof ab. Das ist natürlich nicht so gut. Sowas hatte der Mensch hier nochmal. Irgendwas. Ach so, ja, genau, das war das. Ja, was machen wir jetzt? Reden wir mit den beiden nochmal in der Hoffnung, dass hier noch irgendwas passiert. Ich erzählte der Frau, dass ihr Mann mich geschickt habe, um sein Abendessen abzuholen. Da bekam sie einen Schreck. Sie hatte über ihre Gartenarbeit vollkommen vergessen, einkaufen zu gehen. Sie bat mich, zum Markt zu gehen und Lebensmittel für sie einzukaufen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich werde dafür gar keine Lebensmittel kaufen. Ich werde mir dafür erstmal einen schönen Arbeiter kaufen. Der Stallknecht ist sehr traurig. Der Stallknecht, nicht der Stahlknecht. Der Stallknecht. Als ich ihn nach dem Grund fragte, erzählte er mir eine schreckliche Geschichte über ein Wolfsrudel, das im Wald lebte. Er sprach von einem großen schwarzen Wolf namens Beast. Seine Geschichte klingte wie erfunden. Kein Wunder, dass die Wache ihm nicht glauben wollte, dass er die Wahrheit sagt. Ich versprach ihm, nach den Wölfen zu sehen. Und er beruhigte sich. Haben wir leider auch nichts für übrig. Können wir leider auch nicht angehen. Ah, das ist sehr schwierig. Was ich jetzt machen kann, ist erstmal den Arbeiter holen. Ich glaube, den konnte ich hier anwerben. Ne, konnte ich nicht hier anwerben. Da bin ich natürlich wieder total auf dem Schlauch. Wo konnte ich den? Wir werden mal hier ein bisschen durchwandern. Hier war es doch. So, den holen wir uns. Und jetzt können wir zumindestens. Oh, Mist, das war falsch. Wir brauchten gar keinen Arbeiter. Nein, wir brauchten doch Holz. Ah, ich bin blöd. Das war jetzt wirklich ein Schuss im Ofen. Ja, wie macht man das jetzt? Kriege ich jetzt trotzdem irgendwie noch ein Stück Holz? Natürlich nicht. Ich habe natürlich wieder kein Geld. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, was ich da jetzt angestellt habe. Aber wir können es ja nicht ändern. Warum habe ich jetzt noch einen Arbeiter gekauft? Das weiß ich, glaube ich, selber nicht so genau. Ich dachte, ich brauche noch einen Arbeiter, aber nein. Gut, das Brot kann ich jetzt auch nicht mehr kaufen. Brauche ich auch noch eins. Fisch, Obst, ja, ich könnte Obst verkaufen. Das ist meine einzigste Rettung. Davon verkaufe ich ein paar. 5 Stück lasse ich über. Und jetzt kaufen wir einmal Holz. Einmal Holz. Das ist meine letzte Chance. Sonst ist vorbei. So, einmal zum Holzfällerlager. Einmal ein Holz bitte.
Warum ist das auch so teuer? So, jetzt einmal zu den Minen und ich hoffe, da gibt es so eine saftige Belohnung, dass ich alles wieder drin habe. Wenn nicht, dann. Ja, dann nicht, dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Hier brauchen wir noch mehr Holz. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Alles klar, wunderbar. Ja, und das Ganze natürlich in doppelter Ausführung. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Also, wir brauchen noch zweimal Holz. Wir brauchen noch einen Hammer. Mal gut, dass ich so viele Sachen verkauft habe. Moment. Was, zweimal Holz jetzt oder einmal? Ne, zweimal Holz und einen Hammer, alles klar. Gut, erstmal zwei Holz. Die holen wir direkt einmal. Okay. Jetzt brauche ich nur noch einen Hammer. Ich glaube, den gab es hier unten. Ne, leider nicht. Wo gab es denn den Hammer jetzt wieder? Hier nicht. Hier ein Werkzeugladen? Nein. Hier gibt es einen Hammer. Schön. Gerade so. Jetzt bin ich wieder blank. Jetzt geht dann gar nichts mehr. Gut. Einmal wieder da hoch. Jo. Das machen wir auch heile. Ja, super. Was habe ich hier jetzt noch? Brauche ich noch dreimal Holz, genau. Aber sonst. Pilzsammler. Finde 150 Pilze. Dankeschön. Ja, Errungenschaft bringt mir leider nicht viel, aber trotzdem schön. Viel lieber wäre mir vielleicht irgendwie, ja, irgendwas anderes gewesen. Ich fand jetzt immer, wo diese Geschäfte waren. Ich kann mir das einfach nicht merken. Aha. Nein. Nicht doch. Ich möchte doch kein Obst kaufen. Ich möchte doch verkaufen. Halt, einmal zurück. Hier war noch jemand. Ah, okay, Obst aus der Stadt. Kann ich leider nicht kaufen. Oh Leute, wo war denn das jetzt wieder? Wo war denn das jetzt wieder? Ich war doch eben noch ganz unten auf der Map. Und von dort aus. Ach, hier war das. So. Dann brauchen wir wieder Holz. Das wird nicht klappen, Leute. Das wird nicht klappen. Ich glaube, das wird nicht klappen. Ne, zwei Holz. So. Das Problem ist an der ganzen Sache, egal wo ich suche, ich kann, ja, ich könnte den Krebs jetzt noch verkaufen, der bringt ja nicht viel. Wenn ich diese Eier irgendwo verkaufen könnte, aber die kann man ja nirgendwo verkaufen. Diese Pilze kann man auch nirgendwo verkaufen. Und ansonsten habe ich ja überhaupt keine Ressourcen mehr irgendwie und komme da vorne und hinten nicht weiter. Ihr habt ja gesehen, was ich alles brauche, um die ganzen Aufgaben zu erledigen, die momentan die gar nicht schaffbar sind zu erledigen. Also ich habe mir da auch schon im Vorfeld Gedanken drüber gemacht, wie ich hier weitermachen soll. Das ist wirklich schwierig, also da kommt man gar nicht weiter, weil du kannst einige Ressourcen gar nicht verkaufen. Ich weiß nicht, wo ich andere Ressourcen farmen soll. Es regenerieren sich keine anderen Ressourcen, die ich irgendwie sammeln könnte, um zu verkaufen. Ja, dann wollen immer alle nur, dass ich allen helfe. Gut, das ist ja in Ordnung, aber ich muss dafür so viel Ausgaben raushauen, damit, und ich habe ja nichts selber mehr, ich kriege kaum was rein. Daher weiß ich nicht, wie wir hier weitermachen sollen. Das Einzige wäre jetzt an der Mine das abgeschlossen zu haben. Leider fehlt da noch ein Holz. Das kriegen wir leider auch nicht mehr zusammen. Die anderen Aufgaben kriegen wir auch nicht mehr zusammen. Daher würde ich sagen, wohl oder übel, ich sag's nicht gerne, aber ich glaube, wir müssen es zwangsmäßig hier an dieser Stelle komplett beenden mit diesem Spiel. Denn ich habe wirklich keine Ahnung, wie es hier weitergehen soll.
Wenn ihr natürlich jetzt sagt, nein, spiel das weiter, es gibt da noch Möglichkeiten, wie du was machen kannst, dann lasst mir da mal was in die Kommentare. Das würde wirklich sehr, sehr nett sein. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr mir hier irgendwie weiterhelfen könntet. Also ich sehe hier keinen Punkt, wo ich noch was machen könnte. Ich habe überall alle Maps durchgegangen und das Einzige, was ich brauche, sind, ja, ist jede Menge Geld, Ressourcen und die habe ich nicht. Ich habe es einfach nicht. Ich weiß nicht auch nicht, wo ich es herkriegen soll. Wie gesagt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann spiele ich das Spiel gerne weiter. Ansonsten machen wir hier jetzt erstmal Ende. Dann werden hier keine Folgen weiterkommen. Damit ist dann für mich erst einmal dieses Let's Play von Hero of the Kingdom beendet. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen bis hierher. Und wenn da irgendwelche Vorschläge kommen, wie ich hier weiterkommen könnte, lasst es in den Kommentaren. Ich werde es mir durchlesen und werde es versuchen, dann halt nochmal zu versuchen. Ja, ansonsten bedanke ich mich dafür, dass ihr immer so aufmerksam zugeschaut habt. Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht oder einen frühen guten Morgen, je nachdem, wann ihr dieses Video guckt. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einem meiner nächsten Let's Plays wieder. Hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein.